lebt mit ihr in Koexistenz. Die Vermutung, dass Tarnung, Gestaltveränderungen und Dutzende anderer Schutzsysteme durch Erfahrung angeeignet wurden oder das Resultat reinen Zufalls sind, ist weder logisch noch intelligent. Diese Tiere, die über keinerlei Intelligenz, geschweige denn logische Denkfähigkeit verfügen, überleben dank der biologischen Systeme, die besonders für sie geschaffen wurden. Es ist Allah der Allmächtige, der sie mit ihren speziellen Eigenschaften ausstattet und sie in jene Umwelt setzt, in der sie leben. Er sagt uns diese Wahrheit in einem Koranvers. Und dein Herr wacht über alle Dinge. Wie viele Lebewesen auf der Erde benötigen auch Meerestiere Hilfe, um weiterleben zu können. Einige Fische müssen regelmäßig von Muscheln, Schwämmen und anderen Organismen, die sich als Parasiten auf ihnen niederlassen, gesäubert werden, verfügen jedoch nicht über die angeborene Fähigkeit, dies selbst zu tun. Sie bedienen sich der Hilfe anderer Fische. Eine bestimmte Art, die normalerweise in Sekunden verspeist würde, schwimmt ganz ruhig um den größeren Fisch herum und ernährt sich von den Parasiten, die sich auf ihm festgesetzt haben. Beide profitieren von dem Arrangement. Einer findet Nahrung, der andere wird von seinen schädlichen Parasiten befreit. Die tödlichsten Raubfische wie der Hai und selbst der riesige Wal müssen auf diese Weise gesäubert werden. Sie lassen die kleinen Fische um sich herumschwimmen, sogar in ihre Mäuler hinein, ohne dass ihnen das Geringste passiert. Und die kleinen Kreaturen nähern sich den Riesen ohne Furcht, weil sie genau wissen, dass ihnen nichts geschehen wird. Der kleine Putzerfisch reinigt die Haut eines Zackenbarsches von tödlichen Parasiten. Während der Putzerfisch damit beschäftigt ist, macht der Zackenbarsch keine Bewegung, die den kleinen Dienstleister einschüchtern könnte. Er lässt den Putzerfisch seine Arbeit vollenden, als gäbe es ein besonderes Einverständnis zwischen ihnen. So wird der Zackenbarsch gesäubert, was auf andere Weise kaum möglich wäre. Der Korallenfisch lebt in felsiger Umgebung und ernährt sich von Seetang. Doch Seetang ist nicht seine einzige Nahrungsquelle. Die Korallenfische, die hier zu sehen sind, vertilgen Schwämme, die sich auf dem Panzer einer Meeresschildkröte festgesetzt haben. Die Meeresschildkröte schwimmt Seite an Seite mit den Korallenfischen und wartet, bis sie ihre Mahlzeit beendet haben. So führen die Korallenfische die Säuberung durch, die die Meeresschildkröte nicht selbst erledigen kann. Diese kleine durchsichtige Garnele säubert verschiedene Fische von Kleinstlebewesen. Der Fisch lässt die Garnele um sein Maul herumkrabbeln. Er öffnet es sogar, um ihr die Aufgabe zu erleichtern. Die Garnele kann selbst um die empfindlichen Kiemen des Fisches herumwandern und auch dort die kleinen Organismen wegfressen.
Wesen, die wir gesehen haben, wissen nicht um das Vorhandensein jener Parasiten auf ihnen. Und selbst wenn sie es wüssten, so besitzen sie doch nicht das Bewusstsein, um zu erkennen, dass diese Organismen eine Gefahr für sie darstellen. Selbst wenn wir annehmen, sie hätten dieses Bewusstsein, wie könnten sie dann wissen, wie man sich ihrer entledigt? Und doch scheinen diese Tiere genau zu wissen, wohin sie sich begeben müssen, wenn sie diesen Service benötigen. Und sie wissen offenbar auch, welche Fische ihn durchführen. Zu diesem Zweck finden sie ihren Weg genau zu dem Ort, an dem ihre Dienstleister sich aufhalten. Gerade so, als hätten sie sich vorher verabredet. Dort angekommen, verhalten sie sich vollkommen friedlich. Egal, wie gefährlich sie sonst für kleinere Fische sein mögen. Sie wechseln sogar die Farbe, um harmloser auszusehen und unternehmen noch andere Maßnahmen, um die kleinen Arbeiter anzulocken. Keine dieser Verhaltensweisen kann von solch einer Kreatur bewusst ausgeführt werden. Es ist nicht vorstellbar, dass sie aus sich selbst heraus ein derartiges Verhalten entwickeln können. Diese Tiere, die gleichsam vorsätzlich zusammenarbeiten, taten dies von dem Tag an, seit sie das erste Mal auf der Erde auftauchten, durch die Eingebung Allahs, dem Besitzer unendlicher Weisheit. Ein Koranvers sagt: Ihm gehört, was in den Himmeln und auf Erden ist. Alles gehorcht ihm. Diese perfekte Unterwasserwelt, die so vielen Menschen unbekannt ist, ist eine reiche Quelle des Wissens für jeden, der Vernunft und Bewusstsein besitzt. Allah offenbart seine Macht und seine unendliche Weisheit durch die Erschaffung dieser Kreaturen. Die Evolutionstheorie, aufgebracht im 19. Jahrhundert durch Charles Darwin, verneint die Schöpfung. Sie behauptet, dass alles Leben auf der Welt sich durch Zufall entwickelt hat. Wenn wir die Charakteristika des Lebens untersuchen, wird klar, wie größenwahnsinnig Darwins Evolutionstheorie ist. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens, es gibt hochkomplexe Systeme und Organe in lebendigen Körpern. Es ist unmöglich, dass diese durch Zufall aufgetaucht sind und sich Schritt für Schritt entwickelt haben.